Eine Infektion mit dem Hepatitis B-Virus ist bisher nicht heilbar. Die Viren bilden im Zellkern infizierter Leberzellen ihr Virusgenom, die sogenannte Covalently Closed Circular DNA, abgekürzt cccDNA. Sie dient als Matrize zur Produktion neuer Viruspartikel. Bisherige Therapien können diesen versteckten Teil der Virus-DNA nicht erreichen. Es gab schon Hinweise, dass bei Tieren, die mit ähnlichen Erreger infiziert sind, dass die Menge an cccDNA abfällt, wenn die Zellen sich teilen. Aber bisher war nicht klar, ob das auch bei menschlichen Leberzellen der Fall so ist. Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich 841 konnten jetzt erstmals das Schicksal der cccDNA während der Zellteilung in einem Mausmodell mit menschlichen HBV-infizierten Leberzellen untersuchen. Wir haben jetzt gezeigt, dass auch bei menschlichen Leberzellen, die mit HBV infiziert sind und die sich teilen, die cccDNA verloren geht. Allerdings haben wir auch beobachtet, dass sich die infizierten Zellen etwas weniger schnell teilen als die uninfizierten. Und deswegen konnten einzelne infizierte Zellen überleben und haben dann als Virusreservoir gedient für Neuinfektionen. Wir haben einen Teil unserer Mäuse dann mit Anti-HBV-Medikamenten behandelt, also mit Eintrittshemmern oder Polymerasehemmern. Und durch diese Behandlung konnten wir aber diese Neuinfektion effizient blockieren. Vor der Zellteilung sind alle Zellen infiziert, was man an der starken Grünfärbung des Capsidproteins von HBV sehen kann. Während sich die Zellen teilen, geht die Färbung aber sehr schnell zurück. Unsere Studie zeigte, dass die Zellteilung eine natürliche Achillesferse der Hepatitis B-Infektion darstellt. Das bedeutet, dass um eine Heilung zu erreichen, wir sollten nicht nur die Virusreplikation hemmen, aber auch Therapiestrategien entwickeln, die einen Teil der Zellen ausschalten können. Durch kompensatorische Proliferation würden auch die nachbarinfizierten Zellen dadurch proliferieren und die cccDNA schneller loswerden. Gleichzeitige Therapien mit Entrinhibitoren oder Polymerasehemmer würden gleichzeitig garantieren, dass die Zellen geschützt von Neuinfektionen bleiben.